Willkommen zu einem weiteren Video der Gambio Videoreihe. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video widmen wir uns den Gambio Grundeinstellungen. Und zwar schauen wir uns an, wie wir Produkt- und Kategorieneinstellungen treffen, sowie auch die Zahlungsarten festlegen, aber auch die Versandmodule bestimmen können. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Freunde, wie angekündigt, möchte ich hier weitere Grundeinstellungen im Gambio Shop-System festlegen. Wenn du gerade neu bist und auf der Suche bist nach einem Shop-System, um deinen eigenen Online-Shop zu erstellen, dann empfehle ich dir hier Gambio. Ich zeige auf diesem Kanal, wie du Schritt für Schritt in der Videoreihe deinen eigenen Online-Shop erstellen kannst. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Melde dich an, das Ganze kannst du 14 Tage kostenlos testen. Wenn du diese Videoreihe von Gambio nicht verpassen möchtest, sowie auch andere Themen wie zum Beispiel Marktplätze, das Verkaufen auf Amazon und eBay, Selbstständigkeit, Motivation und vieles mehr, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video auch jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. So, ich befinde mich hier auf meinem Dashboard von Gambio. Zum Dashboard und dem Design und so weiter habe ich schon mal Videos gemacht, findest du auch unten in der Beschreibung, ansonsten auch oben in der Infobox, da blende ich dir auch das letzte Video ein, wo ich die ersten Grundeinstellungen festgelegt habe. Heute widmen wir uns den Einstellungen sowie Kategorie- und Produkteinstellungen, die Grundeinstellungen dafür, aber auch Zahlungsarten, wie wir diese bestimmen und Versandmodule einrichten. Das Ganze machen wir und beginnen jetzt. Für die Produkte- und Kategorieeinstellungen drücken wir einfach mal wieder auf Einstellungen und klicken hier Artikel und Kategorien. Hier können wir die Grundeinstellungen für Artikel und Kategorie festlegen, die dann immer wieder greifen und übernommen werden, falls wir neue Kategorien oder Artikel erstellen. Wenn du bei den Einstellungen Veränderungen vornimmst, dann musst du diese sehr gewissenhaft machen. Sei dir sicher, was du hier einstellst, denn viele Sachen sind natürlich auch für die Ausgabe und für die Anzeige des Kunden nachher relevant. Und hier können gewisse Dinge irreführend sein und verwirrend sein für den Kunden. Und sowas ist oftmals abmahnfähig. Wenn du hier auf Nummer sicher gehen möchtest, empfehle ich dir, deinen Shop durch eine Shop-Tiefenprüfung prüfen zu lassen vom Händlerbund. Hier können die dir dann genaue Tipps und beziehungsweise genaue Einstellungen empfehlen, die wichtig sind, um den Shop abmahnsicher zu machen. Und dann bist du hiermit definitiv auf der sicheren Seite. Ansonsten sind hier die ganzen Einstellungen standardmäßig schon korrekt und müssen nicht unbedingt verändert werden. Wenn du hier gewisse Einstellungen vornehmen kannst, wie gesagt, achte darauf, dass es gewissenhaft ist. Was ich dir empfehlen würde, ist hier diese Einstellung zu deaktivieren. Und zwar Einkauf von nicht vorrätiger Artikel erlauben. Muss nicht sein, weil der Kunde würde sich dann ärgern, wenn du es nicht liefern kannst. Und damit ersparst du dir natürlich auch negative Bewertungen. Und sonst sind das Standardeinstellungen. Wir haben hier Download-Optionen, was wir auch hier einstellen können, falls du Downloads anbieten möchtest auf deinem Shop. So, dann haben wir noch weitere Einstellungen zur Lieferung, und zwar den Lieferstatus bestimmen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Lieferzeit festzulegen. Und hier musst du schon direkt darauf achten, standardmäßig ist das Ganze mit circa angegeben und das ist schon mal abmahnfähig und nicht korrekt. Hier musst du dieses circa entfernen, weil das ist irreführend für den Kunden und dementsprechend kann sowas abgemahnt werden. Entferne einfach dieses circa und gib deine Lieferzeit an, die realistisch ist. Bei grün würde ich beispielsweise die schnellste Lieferzeit angeben und speichern. Bei gelb würde ich beispielsweise das Ganze dann auch nicht mit circa, sondern vielleicht, sagen wir mal, bei einer Woche wären es das zum Beispiel 5 bis 7 Tage Lieferzeit. Ja. Gibst du dann an und dann speicherst du das Ganze. Genauso auch bei Rot würde ich jetzt noch länger machen, wenn du die Ware natürlich bestellen kannst. Wenn du die nicht bestellen kannst, dann habe ich das bei mir so gemacht, dass ich da den Status derzeit nicht lieferbar angegeben habe. So, dann gehen wir mal weiter zurück zu den Liefereinstellungen.
Hier sind soweit dann Standardsachen, die eigentlich so passen. Dann Postleitzahl des Versandstandortes. Legst du hier deine Postleitzahl des ja, Lagers fest oder des Versandortes. So, dann haben wir hier noch eine Einstellung und zwar die Paketdienste. Du hast verschiedene Paketdienstleister, die du hier auswählen kannst. Standardmäßig ist DHL. Wir werden auch weitere Einstellungen zu Versandmodulen auch durch DHL einstellen. Wenn du hier andere Versanddienstleister bevorzugst bzw. nutzt, dann musst du dementsprechend diese hier auch einstellen. Du kannst hier auch weitere einstellen, wenn du auf Neu erstellen tust, wenn deiner hier nicht dabei ist. Ansonsten sind hier Standardeinstellungen. Hier ist zum Beispiel der URL-Link, wo dann die Sendungsnummer automatisch integriert wird, um den Kunden zu benachrichtigen, wann sein Paket ankommt. Da musst du nichts verändern. Für die anderen sind die Einstellungen dementsprechend auch festgelegt. So, dann gehen wir zu den Modulen. Dann schauen wir, wenn wir schon bei Versand sind, schauen wir uns direkt die Versandarten an. Wir haben hier, wie gesagt, die Möglichkeit, Hermes festzulegen. Wir haben DHL und ja, haben wir hier auch DPD. Wenn wir hier auf Versandarten klicken, haben wir auch hier noch die anderen wie FedEx, DPD und viele mehr. Wir machen das Ganze heute für DHL. Und wenn wir dann auf Module klicken, wie gesagt, können wir hier den DHL-Geschäftskundenversand einpflegen. Und wenn das Ganze bei dir noch nicht installiert ist, dann kannst du das hier installieren. Ich zeige das einmal hier unten, installierst du das und kannst dementsprechend das Ganze auch direkt bearbeiten. Wenn wir dann auf Bearbeiten klicken, dann können wir hier unsere Zugangsdaten festlegen, sowie den Absender, den Retourenempfänger, wenn du Retouren anbieten möchtest, aber auch die Bankverbindung für die Nachname legen wir hier fest. Wie die Nachname festgelegt wird, schauen wir uns gleich an. So, dann haben wir hier weitere Einstellungen, wie zum Beispiel den Bestellstatus nach Labelerzeugung kannst du hier ändern. Und zwar kannst du dann sagen, wenn ich ein Label erzeugt habe, möchte ich, dass der Status auf versendet angezeigt wird. So, dann haben wir hier ja, Standardeinstellungen wie zum Beispiel Label in einem neuen Fenster öffnen, den Kunden benachrichtigen über den Bestellstatus, über die Bestellstatusänderung können wir hier einblenden lassen. Dann Tracking Linkverfolgung. Hier können wir das, was wir vorher festgelegt haben mit dem URL-Link, hier dementsprechend für DHL auch aussuchen. Dann solche Sachen wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse des Kunden an DHL weitergeben. Hier musst du vorsichtig sein. Hier musst du das Ganze auch bei deiner Datenschutzerklärung festgelegt haben, dass du die E-Mail-Adresse des Kunden an DHL weitergibst. Hier wird der Kunde dementsprechend dann über den Lieferstatus benachrichtigt, wie ihr das selber auch kennt, vielleicht wenn ihr per Mail über eine Paketzulieferung benachrichtigt werden, wenn ihr ein Paket erwartet. Ihr könnt aber auch die Telefonnummer des Kunden an DHL weitergeben und vieles mehr. Hier könnt ihr noch ein paar andere Einstellungen festlegen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, Produkte festzulegen. Das würde ich an eurer Stelle auch so machen, wie ich das hier gemacht habe. Ihr wählt hier einfach aus, welches Produkt ihr haben wollt. Zum Beispiel ja, DHL Europa-Paket B2B. Und dann nehmt ihr hier eine fortlaufende Teilnahmenummer und dann habt ihr hier eine Beschreibung und dann gebt ihr das gleiche ein und fügt das hinzu. Diese Einstellung ist wichtig für später, das zeige ich euch nachher noch. So, dann haben wir das soweit festgelegt und wenn wir das Ganze hier auf Speichern drücken, wird das Ganze festgelegt. Bist du nun noch kein Geschäftskunde bei DHL, dann habe ich dazu auch schon mal ein Video gemacht. Findest du unten in der Beschreibung, schau es dir gerne an. Da erzähle ich dir auch, wie du Geschäftskunde wirst bei DHL und ab wann es sich eventuell für dich lohnen kann, bei DHL ein Geschäftskunde zu werden. So, das sind so die Einstellungen für DHL. Gehen wir nochmal auf Module. Du hast hier, wie gesagt, die Möglichkeit, die anderen Einstellungen zu treffen. Dann haben wir hier nochmal die Versandarten, die wir festlegen können. Und hier haben wir die Möglichkeit, eine Selbstabholung anzubieten. Wenn du zum Beispiel ein lokales Ladengeschäft hast, dann kannst du hier über deinen Online-Shop Dinge verkaufen und dementsprechend dann die Kunden das selbst abholen lassen.
Dann wählt der Kunde nämlich diese Option bei dem Bestellprozess aus. Aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Versandkosten nach Preis oder Gewicht können wir hier festlegen, wenn wir hier mal da draufklicken. Wenn du das noch nicht installiert hast, dann installierst du das einfach und kannst das hier unten rechts dann auf Bearbeiten klicken. Hier können wir zum Beispiel, hier haben wir sogar ein Beispiel, ab 50 Euro Gewicht. Hier müssen wir erstmal Preis oder Gewicht festlegen. Wir sagen mal Gewicht. Und ab 25 Kilogramm Gewicht wird der Versand dann 5,50 € betragen. So. Und dann machen wir ein Komma und ab 50 Kilogramm Doppelpunkt würde der Versand dann 8,50 € betragen. So, und das legst du hier dann einfach fest und das sind dann die Bedingungen. Wenn die erfüllt sind, wird der Versand dementsprechend so angepasst. Das kannst du, wie gesagt, für Gewicht und Preis festlegen. Hier kannst du nochmal die Eurozonen bzw. Versandzonen erlauben, wo das Ganze hingehen darf und diese Versandmethode greifen kann. Wenn du das Ganze aktualisierst, wird das Ganze dementsprechend auch festgelegt. So, hier kannst du auch Versandkosten pro Stück nochmal auswählen und versandkostenfreien Versand kannst du natürlich auch anbieten. Ab einem Mindestbetrag, den du hier auch in den Einstellungen festlegen kannst, ab 50 Euro oder mehr oder weniger, wird der Versand für den Käufer kostenlos sein. So, und das sind so die Einstellungen. Dann kommen wir zu den Zahlungsweisen. Auch sehr wichtige Einstellung für dich, wenn du gerade deinen Online-Shop aufbaust. Und zwar haben wir hier alle gängigen Zahlungsweisen, die gerade so auf dem Markt gängig sind, die Gambio hier auch anbietet. Und zwar Klarna haben wir hier sofort Überweisung, Rechnung, Ratenkauf, Lastschrift. Jeder kennt es, bestimmt schon mal bestellt. Kannst du hier ganz einfach installieren und integrieren. Du registrierst dich auch einfach bei Klarna über dieses Fenster hier und dann kriegst du alle weiteren Informationen an deine E-Mail-Adresse, die du hier festlegst. So, und dann kannst du das Ganze ganz einfach integrieren. Aber auch PayPal, was ja sehr viele nutzen, gerne nutzen, kannst du hierbei in deinem Shop integrieren. Wenn du hier auf Installieren klickst, dann akzeptierst du kurz die Datenschutzbestimmungen und kannst das Ganze hier mit dem Einrichten starten. Und dann verbindest du dein Konto einfach mit deinem Gambio Online-Shop. Und dementsprechend kannst du hier dann die Zahlungen auch über deinen Gambio Online-Shop empfangen. Des Weiteren hast du hier die Möglichkeit, auch andere Zahlungsweisen, die direkt über deinen Shop laufen, festzulegen, wie zum Beispiel Sofortüberweisung, Barzahlung, Rechnung, Nachname und Versand. Nachname ist das, was ich in den Versandmodul angemerkt habe, kannst du hier natürlich auch festlegen. Vorkasse standardmäßig kannst du auch hier installieren. Rechnungen würde ich dir nicht unbedingt zu Anfang empfehlen, denn falls ein Zahlungsausfall kommt, wirst du hier Probleme kriegen. Nutze am besten hier entweder Klarna oder PayPal. Ich weiß, das Ganze ist mit Gebühren versehen, jedoch nutzen die Kunden gerne diese Zahlungsmethoden, weil die denen vertraut sind und dir entnimmt das ein bisschen Last, falls ein Zahlungsausfall vorkommt. Wenn du dennoch das Ganze auf Rechnung anbieten möchtest, dann hast du hier die Möglichkeit über das Gambio-System das Ganze per Giro Connect zu machen. Giro Connect ist im Grunde genommen nichts anderes als das, wo du dein Konto einfach nur deine Zugangsdaten zu deinem Konto angibst und der einfach alle deine Umsätze abruft und vergleicht. Und dann kann er dementsprechend die Zahlungen, die eingehen, direkt abgleichen und in deinem Lieferstatus bei der Bestellübersicht, die du hier hast, abgleichen und sagen, okay, hier ist eine Zahlung eingetroffen und diese ist korrekt mit der Bestellnummer. Erleichtert dir ein bisschen so die Zuordnung der Zahlungseingänge, um Bestellungen zu bearbeiten. So, das ist soweit zu den Zahlungsweisen und dann sind wir auch schon am Schluss. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Gib dem Video einen Daumen hoch dafür. Solltest du Fragen haben, nutze gerne unten die Kommentarfunktion. Ich werde so schnell wie möglich dazu alle Informationen geben und dir die Frage beantworten natürlich. Ansonsten, wenn du mehr Videos sehen möchtest und die Gambio-Videoreihe weiterhin verfolgen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg beim Einstellen deines Online-Shops und natürlich viel Erfolg beim Verkaufen. Bis zum nächsten Video, ciao.